Ostern steht vor der Tür. Und da wir irgendwie das Osterei von letztem Jahr toppen wollten, bauen wir dieses Jahr einen Osterhasen. Und so haben wir es gemacht. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Und wir legen gleich los und zwar mit der ersten Pfote. Dazu haben wir erst einmal eine The Game Bodenplatte aufgestockt und dann alles für die Krallen vorbereitet. Dazu haben wir die obere Hälfte der Flex-Tube genommen und einfach an die Kurven geknipst. Da so Pfoten ja eher länglich sind, haben wir noch eine kleine Bodenplatte leicht versetzt aufgelegt. Und dann haben wir einfach die Pfote aufgestockt. Natürlich brauchen wir die vordere Pfote zweimal. Wobei wir auch schon zu den hinteren kommen. Die sind nämlich ein bisschen anders. Und zwar macht es oben so einen Knick, da es in echt auch so ähnlich aussieht. Zu den Pfoten gehört natürlich auch ein Körper. Der wurde einfach aus durchsichtigen Platten mit Stützen gebaut. Nach dem gleichen Prinzip ist auch der Hals entstanden. Jedoch ist der etwas angewinkelt, damit das Ganze ein bisschen aufgelockert wird. Auf jeden Hals gehört auch ein Kopf und da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Die Ohren haben wir aus den Doppelbalkonen gebaut und mit der Unterseite der Tunnel und Kurven verkleidet. Die Augen bestehen aus Powerzielen und leuchten durch die Lichtelemente. Zuletzt kommt noch der Mund. Dafür haben wir so ein Tunneldings genommen und mit Zweierschienen als Schnurhaare verbunden. Da der Hase ein bisschen unförmig aussah, haben wir ihn nochmal ein bisschen umgebaut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Bahn im und um den Hasen. Hier einfach noch ein paar Timelapse-Aufnahmen. Die Bahn ist jetzt fertig. Das fertige Video kommt am Ostersonntag. Das ist der 31.3. auf YouTube als Premiere online. Also abonniert schnell den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss.